Webcheck und auf was es bei einer professionellen Website ankommt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe 11 Kriterien, ziemlich detailliert, aber doch kurz gehalten, definiert, nachdem ich eine Webseite analysiere und eben bestimme, ob sie gut professionell aufgebaut wurde. Im Bereich Social Media, im Bereich SEO, im Bereich Usability ganz wichtig und natürlich auch im Bereich Legal. Schauen wir uns die 11 Punkte an. Da sind sie, ich starte gleich mit dem ersten SEO-Teil, Title, Meta-Tags und die Weiterleitung. Gehe hier mal drauf, fahre hier mal oben drüber, das ist ja der Title, der ist hier gegeben, da müssen natürlich Keywords drin stehen, auch wenn ich jetzt auf eine Subseite gehe, hier beispielsweise, muss auch hier wieder ein entsprechend speziell für die Seite erstellter Title drin sein. Wenn ich dann rechte Maustaste in den Quelltext reingebe und hier nach Description suche, dann habe ich auch hier wieder ein individualisiertes Description Tag, ganz wichtig, das also auch auf einer Unterseite, das passt auf jeden Fall. Dann schaue ich noch kurz, ob die 301er Weiterleitung gemacht ist, das heißt, wenn ich den URL ohne www eingebe, muss es auch mit www weiterleiten oder umgekehrt, ist eigentlich egal, Hauptsache ich habe nur einen URL für meine Startseite, logischerweise auch für die Unterseite. Dann Punkt 2, Inhalte, da geht es mir unter anderem um den Titel, ich habe hier unten einen solchen Titel drin, da steht das Keyword Webagentur drin, ich klicke hier drauf und sehe hier, das ist H1, das sieht natürlich dann auch Google groß. Ganz ein wesentlicher Faktor, das muss hier passen. Dann der nächste Punkt sind die Bilder. Die Bilder sollten vertagt sein. Hier haben wir zum Beispiel dieses Bild von den News ist vertagt oder hier oben drin steht auch wieder Webagentur Referenz und auch hier habe ich wieder ein Alt-Tag drauf, passt jedenfalls auch. Und dann vielleicht noch im Inhalt die Keywords. Da bin ich hier unten. Den Text wird wahrscheinlich werden nicht so viele Menschen lesen. Die Suchmaschinen sehen es aber auf jeden Fall. Und auch hier sind Keywords drin. Die könnte man gegebenenfalls noch fett machen. Würde auch noch mal ein bisschen was bringen. Dann Page Speed, W3C-Validierung und die Abnahme des Page Ranks. Auch hier arbeite ich mit den Tools, welche mir Google Chrome bietet. Und habe hier drin diesen Page Speed Checker. Der ist von Google. Den hat es übrigens auch in den Webmaster-Tools drin. Da komme ich von 100 möglichen Punkten auf 100. Ist also perfekt gelöst. Ich würde mal sagen, so bis 75 passt das. Dann habe ich die W3C-Validierung. Das mache ich hier auf validator.w3.org. Klicke hier kurz drauf. Habe hier 7 Errors, eine Warnung. Das geht auch noch gut. Ich würde mal sagen, bis 10 kann man diesen Punkt hier sicherlich auch geben. Und die Abnahme des PageRanks. Ich habe hier ein PageRank von 6 auf der Startseite, wenn ich jetzt 1 runtergehe, ein Level, müsste ich eine 5 haben, haben wir allerdings nicht. Das ist aber, weil wir die Seite vor ein paar Wochen redesigned haben und diese Seiten eben noch keinen PageRank kriegen, sonst würde das hier passen. Ist aber ganz wesentlich, dass Sie sich das bei sich auch mal überprüfen. Dann in den Bereichen Usability geht es mir zum Beispiel ums Logo und die Navigation. Wichtig ist, dass ich das Logo überall prominent im oberen Bereich drin habe. Am besten ist links, rechts würde auch noch gehen. Aber der König braucht Platz, das ist auch hier so. Also man muss schauen, dass man auf jeden Fall ziemlich schnell erkennt, um was für eine Firma das es hier geht. Und das Logo ist dann ein wesentlicher Faktor. Dann das Menü, das sollte immer am selben Ort sein. Und ich sollte wissen, wo ich mich befinde. Das heißt, wenn ich hier auf Lösungen bin, dann ist Lösungen jetzt gehighlightet. Wenn ich hier jetzt noch eins weiter runtergehe, dann muss ich hier auch wieder sehen, ich bin bei SEO gelandet. Ganz wesentlich, dass das hier auftaucht und hier die dritte der dritte Navigationslevel, der passiert auch. Also immer am selben Ort und einfach, dass man sich einfach zurechtfinden kann. Dann der nächste Punkt, Relevanz und Vertrauen. Da geht es eigentlich darum, dass ich erkenne, um was es geht bei einer Firma, vor allem wenn ich die nicht kenne. Logischerweise bei großen Brands vielleicht weniger ein Problem, aber auch hier muss ich sofort sehen, vielleicht am Key Visual, um was es geht. Wir haben hier aber extra nochmal die ganzen Punkte links drüben aufgeführt, die Lösungen in dem Sinn. Und da erkennt man, um was es geht. Und der zweite Punkt, das Vertrauen, das ich natürlich möglichst schnell gewinnen muss auf so einer Seite. Arbeite ich hier mit einer Firma zusammen oder werde ich mit einer Firma zusammen bearbeiten, die schon mal für jemanden gearbeitet habe oder bin ich möglicherweise gerade der erste Kunde. Das haben wir hier mit diesen Key Visuals versucht darzustellen und ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Denn da sieht man, dass wir für größere Firmen arbeiten, für Firmen, die eben einen qualifizierten Partner suchen. Und das kann man über solche Key Visuals ausdrücken. Könnte man auch beispielsweise über eine Anzahl Kunden, sogenannte Social Proofs, dann integrieren, dass man sieht, okay, ich bin hier nicht der Erste. Dann haben wir die Suche, Sitemap, Adresse und Telefon. Mal erstens die Suche, die muss klar ersichtlich und prominent sein. Und wenn ich dann noch was suche, wie zum Beispiel Telefon, weil ich die Firma erreichen möchte, dann muss das hier natürlich auch einfach
und schnell ersichtlich und gefunden werden. So, gleich noch kategorisiert. News zuerst, da steht offenbar Telefon drin und dann im Inhalt, hier habe ich den Helpdesk, habe ich also Post. Da muss ich aber auch auf jeder Seite die Adressen drauf haben. Wir haben hier zwei Standorte, die sind hier unten verlinkt. Das ist wichtig, die Telefonnummer, denn wenn jemand sich für Sie entschieden hat, müsste er auch schnell mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, muss also auf jeder Seite drauf sein und dann die Sitemap, auch so ein Element, das auf jede Webseite drauf gehört. Dann der nächste Punkt, 404 Not Found, das ist eine Seite, die, wenn ich einen falschen URL gebe, auf die ich dann stoßen müsste, das können, schaut meistens dann übel aus. Gut ist, wenn ich eben so eine Seite habe, hier steht dann gleich auch in der Suche noch dieses Wort drin, das hier hinten am URL angehängt wurde, könnte man also auch noch gleich danach suchen. Ich habe die Navigation drin und ich sehe hier, diese Seite gibt es nicht mehr, aber ich kann hier weiter navigieren. Ganz wesentlicher Faktor, anstatt dass man eine Seite sieht, die eben dann vom Browser ausgegeben wird. Dann haben wir den Call to Action. Das haben wir logischerweise auf unserer Startseite integriert. Ganz wichtig, dass man sich die Ziele setzt. Was will ich? Ich will hier ein Lead generieren. Ich will da Geld verdienen mit dem Ding. Also muss ich natürlich auch schauen, dass ich hier diese Besucher, die dann auch interessiert sind, auf mein Kontaktformular kriege. Das haben wir hier in diesem Bild drin. Das ist unser Call to Action. Und dann hinten, wenn ich überzeugt bin, dass das das Richtige ist, was ich hier gefunden habe, dass ich dann möglichst schnell Kontakt aufnehmen kann. Dann die zwei Social Media Punkte. Da geht es einmal, sind die Social Networks verlinkt und zum anderen haben wir Weiterempfehlungen, Möglichkeiten drin. Startseite, da sind die Social Media Sites verlinkt. Hier kann ich auch gleich liken, habe ich natürlich schon gemacht. Und jetzt muss ich gestehen, auf der Startseite fehlen mir diese Share This oder Share It Buttons. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, dann habe ich die hier, die sind auf allen Seiten drauf. Auf Home allerdings nicht. Wenn ich auf so einen draufklicke, kann ich jetzt diesen Inhalt auf Facebook sharen. Gib mir wieder einen Backlink, hilfreich auf SEO-mäßig wieder ein bisschen was. Den Punkt, den zweiten, also würde ich jetzt bei uns nicht gehen. Und zu guter Letzt noch den Legal-Teil, Impressum, Disclaimer. Das gehört auf jede Seite drauf, das haben wir hier unten drin. Übrigens hier auch noch die AGB verlinkt, finde ich auch sehr wichtig. Ich kann zum Beispiel auf einer Offerte Referenz nehmen und die dann hier ablegen. Das Impressum, da geht es vor allem darum, dass ich kurz erzähle, wer hier hinter dieser Webseite steht. Vielleicht eine HR-Nummer noch drin und ganz wichtig Sachen, wie wenn ich beispielsweise nach Google Analytics suche, muss ich hier drin haben im Disclaimer, dass wir Google Analytics einsetzen. Das heißt, der Besucher muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass seine Daten, sein Besuch quasi getrackt wird. Das also die Auswertung der INM. Wir kommen von möglichen 11 auf 10 Punkte. Es gibt also noch einen Punkt, den wir uns verbessern können. Ich denke, das macht es aber schon ganz gut. Schaut schon recht okay aus. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr noch Punkte habt, die wir hier ergänzen könnten, die wir noch dazu packen könnte. Ich werde sicherlich andere Websites analysieren in Zukunft. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.